Hey Leute, immer noch auf Thespier 3 sind wir hier unterwegs, in Part 30 von Star Wars Jedi Academy, und wie ihr seht, warten hier einen Haufen Gegner auf unsere liebe Jaden, und wir sollten uns mal hier so richtig wappnen, und ich versuche, mich nicht zu sehr zu blamieren. Ihr wisst, das gelingt mir selten, aber ich versuche trotzdem weiter. Also, los geht's. Was hast du denn drauf? So. Puh, das war knapp. Gut. So, jetzt haben wir es ein bisschen geklärt hier. Aber, ach, der war da oben gesessen. Ich dachte, das wäre so ein Schwebetyp gewesen. Aber nee, das war praktisch der Grüne hier, glaube ich. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da warten noch jetzt die nächsten Sithlinge, oder? Hallo, du. Na komm schon, Typ. Autsch, 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 autsch. Die sind heftig. So. Nochmal kurz. Okay, die warten da praktisch nacheinander auf uns. Das ist schön. Hallo, du. Jämmerlicher Jedi. Der hat auch Geschwindigkeit drauf. Schon wieder. Ja, Leute, sorry. Wie ihr seht, ich bin am Anfang eines neuen Parts immer nicht so richtig in Form. Him. Ich muss noch den richtigen Trick gegen den finden. Jetzt habe ich dich. Man muss dann auch immer die richtige Kombination an Machtkräften finden, die es dann bringen. Zumindest wenn man sich so stümperhaft anstellt wie ich. Oh, das ist aber kein Sith, das ist nur so ein Soldatling. Was war das? So. Jetzt habe ich hier irgendwas betätigt. Okay. Ich habe was betätigt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war, was ich da betätigt habe. Ich habe Angst, da durchzugehen. Aber ich habe nicht viel Auswahl, oder? Ja. Ich versuche mal. Ich habe aber Angst, dass sie stirbt. Ah, nee, sie geht da gar nicht durch. Okay. Das geht ja gar nicht, sozusagen. Muss ich da einen Umweg finden? Ich stecke das Lichtschwert mal ein. Oder die Lichtschwerter. Muss ich da irgendwie außen rumklettern oder so? Ich habe doch den hier gedrückt, oder? Habe ich doch, oder? Ach, das ist ein Zeitding. Öha. Geht das in beide Richtungen? Nee, das macht nur den Schild hier aus. Okay, das ist eindeutig jetzt Geschwindigkeit. Jawohl. Hm.
Alora. Muss ich da wohl irgendwie runter? Aber ich denke, direkt kann ich nicht da runter, oder? Ich werde aber mal versuchen, da drüber zu springen. Ich weiß ja nicht, was das hier für ein Zeug ist, was da rauskommt. Da ist ein Schutzschild, da ist ein Schutzschild. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ich den Schutzschild da vorne dann aufmachen kann. Ich sehe hier nichts. Ich versuche jetzt mal darüber zu springen, Leute. Ah, vielleicht muss man aber da auch so runter. Das sieht doch hier mal relativ gut aus. Ich weiß nicht, welche Sprünge sie überlebt und was zu hoch ist. Springen wir da drüber. Brr. Schafft ihr das? Darüber? Ich würde sagen, das schaffen wir. Gut. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, ich könnte hier... Ah, nee. Ich dachte, das ist eine Tür. Kann ich darüber springen? Das sieht gut aus, aber das ist auch keine Tür, oder? Nee. Bin jetzt mal vorsichtig. Denk mal, dass das zu weit war, oder? Ja, aber jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Oh. Das war ein Fehler meinerseits. Oh. Oh. Sie haben ein Versteck entdeckt. Ah, was habe ich da jetzt nicht eingesammelt? Raketenmunition, aha. Die Frage ist natürlich jetzt, wie wir hier rauskommen wieder. Ich schau mal kurz. Ah. Ich schau mal kurz, wo ich da lang komme. Okay, wir müssen hier wieder raus. Okay. So. Oh, knapp. Nee, nach vorne bewegen darf ich mich mit ihr nicht. Ah. Oh. Muss ich da jetzt über diese... Ah. Ich weiß nicht genau, wie ich da... Ah. Nee. Das ist es nicht. Nö. Hilfe. Nö. Ja, das ist jetzt natürlich... Ich weiß nicht, wie ich mich da von der Wand abstoßen kann. Ich hatte das mal per Zufall rausgefunden gehabt oder mal gemacht gehabt. Oh, Moment mal, was ist das hier? Kann ich mich eigentlich da draufstellen? Ist das mein Ticket nach oben? Könnte das sein? Vielleicht. Jawohl. Das ist es. So, jetzt bin ich hier. Die Frage ist, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Wo war denn die Alora nochmal? Hahaha, ha, ha, hat sie gemacht. Ah, hahaha. Ha, ha. Ich sehe nichts. Was aber nichts bedeuten muss. Geht die Tür auf, bitte? Jawohl, ein Aufzug. Ein langer Aufzug. Wer hat das getan? So, das war ich, aber tut mir leid.
Pit gleich antworten müssen. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen dahin. Wenn ich mir das so genau ansehe, glaube ich, dass wir dahin müssen. Oh. So. Soforthilfe-Paket aufgenommen. Ja. Heilen könnten wir uns mal wieder. Ja, ich glaube, da geht's durch. Puh. Da muss ich jetzt also warten, bis die Macht aufgeladen ist, Leute. Da habt ihr sicher Verständnis für. Oder annähernd aufgeladen wurde. Ah, ja, aber da geht's nicht durch. Haha. Haha. Muss ich da einen... Und da sind wir gekommen. Muss ich da einen Balkon weiter sozusagen. Wow. Seht mal, das ist... Okay, dann macht sie einen Fallrückzieher, wenn man dagegen rennt und dann springt. Da geht's durch. Ich krieg Schiss, Leute. Okay. Unser Ziel ist nahe. Jawohl, bald erhebt sich Ragnos und wird uns in eine neue Ära. Aha. Er will wiedergeboren. Oh nee. Wiedergeboren werden. Oh, oh, oh. So. Du hast vielleicht gedacht, ich hätte nicht mit dir gerechnet. So, war zwar knapp, aber wir waren siegreich. Okay, jetzt hält das Förderband an. So, für den Fall, dass ich das Schnellfeuer-Dings nochmal brauche. Okay, das hält ab und zu mal anders. Wir müssen da irgendwo hinspringen. Oh, schaut mal. Nicht nett, nicht nett. Ja, gut. Ich denke, die Dinger sollen glühend sein, oder? Geh mal hier hin. Gefährlich. Ah! Okay, das war's nicht. Na, das geht nicht. Okay, da muss ich mir was anderes überlegen. Aber was nur? Ah, Geschwindigkeit wahrscheinlich. Vorsicht! Ja, Vorsicht. Und jetzt wohin? Oh, no.
Jetzt wird's aber übel, Leute. Da muss ich aber hin. Muss ich irgendwas kaputt machen, dass das aufhört? Kann ich da was benutzen? Nö. Ja. Kann ich da irgendwie oben drüber? Nee, das geht auch nicht. Hilfe! Was muss ich da tun? Es sieht ja schon ein bisschen so aus, als könnte man da oben irgendwie drüber, aber nee. Ja. Muss ich mich dann auf dieses Ding drauf? Nee. Das wird eingestampft dann irgendwie. Moment, öffnet sich dann da oben irgendwas durch. Schau mal kurz, wenn der da runterkommt. Wenn. Kann ich drüber springen vielleicht? Nein, das war so nicht gedacht. Nochmal. Boah, ist das heftig. Also. Das Teil wird zusammengepresst. Dann wird es nochmal zusammengepresst. Dann wird es runtergestampft. Kann ich da oben drüber springen, auch wenn es... Oder muss ich da rauf springen und dann warten, bis es runterstampft? Vielleicht ist es das. Ach. Das ist immer das, wenn man dann 3 statt F3 drückt. Aha. Nein. Ah, nee. Das waren jetzt tolle akrobatische Übungen von mir. Aber natürlich alles voll daneben. So, jetzt schauen wir mal. Vorsicht! So. Okay, das ist es auch nicht. Ja, Leute. Ich bin überfragt. Aber sowas von. Dadurch, dass. Da komme ich noch. Aber den Rest traf ich nicht mehr. Oder kann ich da irgendwie mich links an die Seite stellen oder so? Ich glaube zwar nicht, aber. Doch, da geht's. Schaut mal. Hoffe ich zumindest. Überlebe ich das? Ja, das sieht jetzt mal gut aus. Ja, wenn ich nicht zu weit da reingehe. Also prinzipiell mal nicht schlecht. Das ist jetzt ziemlich Tüftelei. Ups. Ah. No, 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 no. Das war nix. Ich darf mich nicht zu weit darüber stellen. So, da muss ich wahrscheinlich drüber, oder? Und dann ist aber... die Frage, wie es weitergeht. Jetzt stehe ich mal da. Schau mir das mal in aller Ruhe an.
Okay. Das sieht ja ehrlich gesagt so aus, als könnte ich da einfach da drauf spazieren. Ich versuch's mal. Ich meine, die kommen ja nicht so nah ran. Bam, das funktioniert. So. Aber ich komme da jetzt nicht drüber, oder? Muss ich da wieder mit Geschwindigkeit arbeiten? Jetzt schauen wir uns mal, wann diese Lichtschranke hier verschwindet. Jetzt, da verschwindet sie. Das heißt, jetzt könnte ich mit Geschwindigkeit durchsausen. Oh, das ist sehr schön knifflig gemacht. So, jetzt, zack. Was war das? Das weiß keiner so genau. Und da brauche ich wieder Geschwindigkeit. Verstehe. Zwei Lichtschwerter. Aber keine Sorge. Das wirst du gleich selber herausfinden. Sie wird niemals durchkommen. Doch. Werde ich. Oh, shit. Ich war knapp, oder? Hab ihn knapp verfehlt, Leute. Knapp verfehlt. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Vorsicht! Vorsicht. Ist auch nett, wie er uns immer hier warnt. Nö. Aber ich treibe mich hier trotzdem hier rum. Unglaublich, wir sind immer noch auf Tespia 3, Leute, und der Part ist bald vorbei. Dass ich den jetzt echt nicht erwische, oder? Shit, ich habe keine Macht mehr. Komm schon. Ich hab ihn. Leute. Wahnsinn. Gespür. So, jetzt nehme ich mal zumindest mal keine mehr wahr. Aber wie schon gesagt, was nicht heißt, dass es da keine mehr gibt. So, gehen wir weiter. Das ist doch der perfekte Punkt. Kontrollpunkt. Oh, oh, oh. Da sind zwei Kumpels. Schauen wir mal. Oh. Vielleicht wirst auch du lernen, Tavion zu dienen. Ach, Laura. Ja. Okay. Vielleicht wirst auch du lernen, Tavion zu dienen. Aber nur vielleicht. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Aber ich habe ihn wohl besiegt. Der ist gerade, das war gerade ein Bug im Spiel, der ist gerade verschwunden. Wo ist Alora? Sie ist verschwunden. Na, prima. Aha. Ja, Leute, aber ich hoffe dann doch, dass wir Alora und Rosh dann endlich im nächsten Part of Tespia 3 finden. Lang kann sie sich doch da nicht mehr vor uns verstecken, oder? Also, bis zum nächsten Part. Ciao!